Ja, durch aber Arbeit. Also ich habe ja jetzt tue arbeiten. Ah! Arbeit kannst du nicht beten. Wo arbeitest du, wenn ich fragen darf? Was ist das? Eine Nutzfahrzeugfirma. Eine große. Ach, Mantruck. Mantruck. Ja, ja, klar. Ja, ja, klar. Das sind doch diese LKWs. Genau. Ja, ja, ja. Ja. Mantruck, ja. Yes, Mantruck. Wie soll er da beten? Oder wo okay. Du mir zum Beispiel gehst, was sagst du dann? Auf den anderen arbeiten. Ne, warte mal. Hast du eine Pause? Hab ich. Ja, dann bete in der Pause. 15 Minuten und einmal eine halbe Stunde. Ja, perfekt. Wie lange brauchst du ein Gebet? 5 Minuten. Bist du in der Pause? Ja, ja, Pause. Ja. Aber er muss Abdes nehmen. Ja, Abdes nehmen. Du bist ja nicht immer rein sauber. Ja. Okay. Er muss Abdes. Okay, wie lange dauert es Abdes? Masjid gibt es da ja nicht. Dreckig. Ja, aber ganz ehrlich, wie lange brauchst du für Abdes? Hier, ich mach jetzt Abdes. Ich mach Abdes. Mach mal eine Stoppuhr. Mach mal Stoppuhr. Mach Stoppuhr. Jalla, komm. Bismillah. Guck jetzt mach ich Abdes. So, sagst du mir Bescheid? So, Abdes auf der Arbeit. So, sag mir Bescheid. Warte, nochmal. Jetzt. Okay. Wasser ein. Einmal nur. Einmal Fuß, einmal linke. Das war's. Wie viel? 19 Sekunden. 19. 19 Sekunden. Dreimal. Hä? Dreimal. Muss nicht. Einmal. Also muss nicht. 19 Sekunden. So, Gebet, wie lange? 5 Minuten. 5 Minuten. Ist machbar. Aber kann man dann auf der Arbeit zum Beispiel dann nur Sünder machen? Sünnet? Musst du nicht, nein. Sünnet lässt du komplett weg. Nur Pflicht, damit es nicht zu lange wird. Sünnet weglassen, hast du recht. Sünnet kannst du immer noch zu Hause beten. Ja. Nachträglich auch. Mhm. Aber wir beide jeden Tag vor mir, ich hinter ihm, ja. Da Frauen hinter ja, ihm. Ja, genau. Jeden Tag. Aber ihr müsst beten, ihr müsst. Das Gebet ist A und O. Der Prophet aus dem Sack, ja natürlich, der Prophet aus dem Sack, wer das Gebet unterlässt, der hat Kufr, Käfer. Der hat Kufr begangen. Das ist, warum? Weil für das Gebet hast du keine Ausrede. Nein. Gibt's nicht. Wenn du nicht im Stehen beten kannst, im Sitzen. Wenn du vergessen hast, ich habe vergessen, Gebet, betest du, wenn du dich erinnert hast. Wenn du verschlafen hast, dann kannst du auch danach beten. Ja, nee, gibt's keine Ausrede. Und wir brauchen das Gebet, diese Kraft. Guck mal, auf der Arbeit zum Beispiel. Ich sage ihm auch immer so, ich sage, beten, alles läuft bei dir gut. Ja, ja. Du bist erleichtert, weißt du? Allah sagt im Koran, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Erfolgreich sind die Gläubigen. Und dann die erste Eigenschaft von ihm, الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Diejenigen, die in ihrem Gebet demütig sind. Das heißt, wenn du Namas machst, du wirst erfolgreich von Allah. Allah SWT sagt auch, اتقوا الله لعلكم تفلحون. Fürchtet Allah, auf dass ihr erfolgreich werdet. Das heißt, mit der Taqwa, Gottesfurcht, Gebet, das ist ja die größte Gottesfurcht überhaupt, bekommst du Erfolg von Allah. Ja. Und der Prophet alles läuft gut auf diese Welt. Ja, ist so. Keine Sorgen, Gott, aber wenn du nicht betest, du hast immer diese Unruhe. Boah, ich habe nicht gebetet, guck mal. Bist du es ganz vergessen. Und die Unruhe auch noch weg ist. Ja, dann auch weg. Und dann bist du verloren. Dann bist du verloren, ja. Weg. Deswegen, inshallah, fangt hast ihr an, ab heute. Ja, Alhamdulillah, ja. Hast du auch Mädchen? Hab ich, ja. Ja, hab ich. Alhamdulillah. Ja, Alhamdulillah. Nein, wirklich, inshallah, fangt ihr heute an. Ja, dieses Treffen war ein Zeichen für euch, dass ihr ab heute wieder anfangt. Inshallah. Und ihr betet ja Alhamdulillah zu Hause zusammen, ist auch schön als Familie. Ja. Und das war's. Und wir sind alle schwach. Mal so. Aber Hauptsache, man hat das Gebet immer 5-mal am Tag als Rhythmus. Wie du gesagt hast, guck mal, du hast 4 Jahre durchgebetet. Du hast diesen Rhythmus gehabt. So, und irgendwann mal, wenn du diesen Rhythmus hast, wenn du in diesem Rhythmus bist, dann ist ganz normal. Dann ist es automatisch, betest du dann. Inshallah. Alhamdulillah. Und alles andere kommt. Hijab, inshallah, kommt auch bei Mutter. Inshallah. Irgendwann mal dann Hajj machen zusammen, inshallah. Ja. Wenn das mit diesem Corona-Wahnsinn weniger wird, dann kann man inshallah Hajj machen. Und dann, bist du schon verheiratet oder nein, noch nicht? Inshallah auch. Wie alt bist du? 37, 38. Inshallah findest du. 38 geworden. Inshallah findest du auch eine vernünftige inshallah. Frau. Inshallah dann.
Inshallah. Kommt alles. Wie gesagt, mit dem Gebet, wenn du das machst, Allah gibt Erfolg. Aber keiner kann mich sehen, außer dir, ja Rahman, du bist Rabbul Alamin.